Ich weiß, es gibt ein Thema, das ein bisschen kompliziert ist, glaube ich. Man hat viel so gesucht, aber es kommt immer noch dieses Thema, dass viele sagen, wegen dieser paar Versen, die Allah herabgesandt hat, zum Beispiel diese Versen, wie die Ungläubigen zu töten, egal wo wir sie treffen, und die uns von unserem Zuhause raus geschmissen haben, oder dann sollen wir auch gegen sie kämpfen. Und es gibt die auch sagen, also normalerweise wir sind hier in Deutschland und es gibt viele deutsche Soldaten, zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak, die auch gegen unsere Brüder da kämpfen. Und, die, und man sagt, also das heißt, wir haben Recht auch gegen sie zu kämpfen, egal wo wir sie treffen, wir sollen sie auch treffen. Und das sind Versen, die Allah herabgesandt hat und nicht ich oder jemand anders, der das gesagt hat. Ja, es ist ein kompliziertes Thema, wirklich. Es ist nicht ganz kompliziert, aber kompliziert für diejenigen, die den Koran selber auslegen. Es ist kompliziert für die Unwissenden, trotz dass die gläubig sind oder in Aussicht hier gläubig sind, aber wenig wissen. Den Koran dürfen wir auslegen durch die Auslegung von den Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ursprünglich, ja, durch die Sahaba, die Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und nicht, wie wir das einfach verstehen und unabhängig von der Situation. Diese Verse im Koran sind oder wurde herabgesandt, um eine bestimmte Situation. Wir können das nicht allgemein machen. Und wenn wir sagen, das ist allgemein im Koran, dass wir die Ungläubigen umbringen, töten, verfolgen etc., das widerspricht, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber gemacht hat. Dass die Juden zum Beispiel haben schon in Medina von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt. Und die hätten ihre Richter und die Sahaba haben ihn nicht umgebracht. Ja? Und die Christen und die Juden leben zum Beispiel in Palästina oder in Syrien oder in Tunesien oder ich weiß nicht wo, in vielen islamischen Ländern, in allen Zeiten, auch in der Zeit von Sahaba und nach Sahaba und seit 100 Jahren. Und keiner tut denen was Schlimmes oder umbringt, weil die nicht Muslime sind. Ja? Sogar andere Religionen und andere Glauberichtungen außer den Leuten der Schriften, zum Beispiel Jesidis in Irak und in Syrien, Sabia, ja, in diesen Ländern auch, und mehrere Gruppierungen und Minderheiten, die in islamischen Ländern einfach seit ewig leben und keiner tut denen was. Ja? So, diese Verse sind herabgesandt worden, um bestimmte Situationen, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unser Prophet und seine Gefährten, waren schon 13 Jahre lang verfolgt, umgebracht, waren in ganz schlimmen Situationen, die haben die einfach abgeschoben von Mekka zu einem Tal, der nichts hat, nicht mehr Pflanzen hat oder Tiere oder irgendwas zu essen, 3,5 Jahre. Die mussten die Blätter von manchen Bäumen essen. 3,5 Jahre lang. Ja? Und die haben Ammar ibn Yasir getötet, umgebracht. Die haben, Entschuldigung, Yasir, der Vater von Ammar, umgebracht. Die haben Sumayya, die Mutter von Ammar, umgebracht. Die haben Bilal verfolgt und mit großen Steinen auf seinem Bauch liegen in der Wüste, in einer Hitze, in einer Wärme von 50 oder 60 Grad in der Wüste und ihm geschlagen und alles mit ihm gemacht, Khabbab, auch, die haben sein Haupt
weggemacht, andere haben verbrannt, etc. Die haben das alles, die haben das Geld von Muslimen einfach nicht nur geklaut, aber einfach konfisziert. Ja, mit Gewalt. Die haben die Frauen vergewaltigt. Die haben alle möglichen Sachen gemacht und die Muslime sind weggegangen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit seinen Gefährten ausgewandert von Mekka nach Medina. Und als die in Medina waren, die Qurayshiiten, diese Stammung aus Quraysh, die ungläubigen Qurayshiiten oder der atheistische Atheisten von Quraysh, haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten auch nach Medina gefolgt, um sie auch umzubringen und etc. Genau wie sie auch in Mekka gemacht haben. Und in dieser Zeitpunkt, die mussten sich verteidigen, die mussten diese Ungläubigen, wenn die zu den Muslimen gekommen sind, um die Muslime zu schlachten, dass die sich verteidigen und diese Ungläubigen, die sind Rauber, die sind, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke auf Deutsch, das war einfach Vandalismus. Die waren ein Menschen, die unsere Propheten und seine Gefährten verboten, dass sie euren Gott anbeten können. Jemanden will dich umbringen, toten. Du bist weggegangen, um ihn auch nicht umzubringen, aber trotzdem er folgt dich und er will dich umbringen. Was kannst du machen? Sollst du einfach tanzen oder lachen? Du musst dich verteidigen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mit Al-Mushrikin, und diese Al in der arabischen Sprache ist ein bestimmter Artikel, der heißt, dass wir über dieses Thema vorher gesprochen haben und es steht in unserem Verstand, in unserem Kopf, dass das sind bestimmte Sorte von den Ungläubigen, die uns umgebracht haben, schlechte Sachen verursacht haben, unsere Frauen so gemacht haben, die Menschen umgebracht haben, unsere Häuser geklaut haben, etc. Das ist nicht einfach irgendeine Gläubige, aber die sind bestimmte, mit all, auf arabische Sprache, ein bestimmter Artikel, der heißt genau bestimmte Sorte von den Menschen, die uns verfolgt haben und uns umgebracht und unsere Kinder und Frauen gebracht und umgebracht haben. Diese, wenn die euch auch attackieren in Medina, die kommen hinter euch, um euch wieder und weiter abzuschaffen, ihr müsst ihn umbringen. Das ist das Recht von sich verteidigen. Ich muss mich verteidigen. Ich kann nicht so wie ein Schaf bleiben, bis die uns vernichten. Ich muss mich verteidigen. Verteidigen. Aber wir können diese Verse heutzutage nicht einfach als Faktum hier nehmen und als Realität und jede Nicht-Muslim oder jede Christ oder jede Jude und jede Atheist und Polytheist einfach auf die Straße, Kopf ab, was hat er zu uns getan? Ja, wenn einer mich umbringen will, ich darf mich schon verteidigen, ja, aber nur weil er Nicht-Muslim ist, ich darf ihm nichts tun, Schlimmes tun, absolut, ich darf das nicht machen, ich muss machen, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit allen Nicht-Muslime gemacht hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Nicht-Muslime, als sie zu ihm gekommen sind, ganz gut behandelt, mit bester Art und Weise, und hat sogar für die Christen, die aus Najran gekommen sind, die aus Jemen gekommen sind, aus Najran, erlaubt, dass sie in seiner Moschee beten, ihre Gebet verrichten. Die sind gekommen um Al-Asr-Zeit, Nachmittagsgebetzeit. Und Muhammad hat gebetet und nach dem Gebet wollten die ihr Gebet einfach verrichten, und dann haben manche von den Sahaba, von den Gefährten unseres Propheten Muhammad versucht, diese Christen das zu verbieten, dass die in der Moschee diese christlichen Gebete einfach ausführen. Und weil die wussten nicht, dass er laut. Und dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lass sie ihr Gebet verrichten. Und haben die Christen in der Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr Gebet verrichtet. Die haben das gemacht. Das ist ein Hadith Sahih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Juden, die ihm in seinem Haus geschimpft haben, schlimme Worte gesagt haben, Tod an dich gesagt haben, an ihn,
Und Aisha und Allah anha, hat den auch beleidigt, weil die das gemacht haben, er hat das nicht akzeptiert. Er hat Toleranz gezeigt und hat gesagt, mach das nicht, das ist haram, was du, das ist Beleidigung und haram, was du sagst, sag das nicht, aber sei still und mach gut zu den Leuten. Gute Verhalten, gute Benehmen. Ja? So, das ist, können wir diese Verse nicht, und wenn wir sie, besonders so sind Tauba, diese Vers, wo steht, dass wir die Ungläubigen verfolgen und umbringen, wo immer wir sie finden, lies noch ein Vers nachher. Sagte Allah subhanahu wa ta'ala, weil Korantexte, die haben einen Anlass, einen Grund, warum sie herabgesandt wurden. Und es gab Situationen immer. Und man muss die Texte zusammennehmen, zusammenkleben, damit er das verstehen kann. Aber ich nehme ein Vers von irgendwo in der Mitte und sage, das ist der Islam, das ist der Urteil, das geht nicht. Und wenn wir lesen, nach diesem Vers, es gibt einen Vers, der sagt, wenn einer von den Atheisten zu dir kommen, um eine Flucht bei dir zu suchen, gib ihm diese Flucht, zeig ihm, was Islam ist, oder mach eine Aufklärung, was Islam ist, und dann mach ihm einen sicheren Platz. Mach ihm einen sicheren Platz, oder mach ihm einen sicheren Platz, bis er seine Flucht oder seinen Weg zu seiner Flucht findet. Lass ihn nicht für die anderen umzubringen oder was mit ihm schlecht zu tun. Aber gib ihm einfach Sicherheit. Es steht in Ayah Nummer 6 oder 7 von Surat At-Tawbah. Wenn ihr das mir einen Koran bringt, wir können das einfach ganz klar finden. Ja? Ja. Das ist Surat Yunus und Tawbah ist da. Und du kannst das einfach ganz, ganz, Nummer 5, wenn nun die Schutzmonate, nein, das ist 6, Entschuldigung, 6, und wenn jemand von den Götzen Dienern dich um Schutz bietet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört, hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. Es ist klar. Es ist klar. Denn wenn wir das sagen, das ist allgemein, dass wir jede hier schlachten, ja, das heißt sowieso eine Katastrophe hier. Das heißt ein Widerspruch im Koran. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Wenn es einfach so passiert, dass Ungläubige uns verfolgen. Ungläubige, das heißt, Götzenanbeter oder Atheisten oder Polytheisten, die Feinde zum Islam, nicht die ganzen normalen Leute, die wollen kein Gott beten, das ist ihr Problem, aber die tun uns nicht weh oder die machen mit uns nichts schlimm, ja? Denn das ist was anderes, aber diejenigen, die gegen uns sind, angeschaltet, diejenigen, die gegen uns total angeschaltet sind und die bringen die Muslime um und die uns raus von unseren Häuser einfach holen und abschieben und keine Ahnung was tun. Wenn das auch passiert, wenn das einfach sein sollte, wenn das wirklich passiert, ich bin nicht berechtigt, diese Leute umzubringen. Das ist nicht meine Aufgabe. Es gibt einen Khalif von den Muslimen oder einen König oder einen Präsident oder verantwortlich für diese Sache. Nicht ich. Ich darf das nicht machen. Ich darf keinen Hack machen. Ich darf keine verfolgen, das ist nicht meine Sache. Das ist die Regierungssache und nicht meine als normale Person. Nein, das darf man nicht machen. So, sowieso. Ja? Aber trotzdem, diese Verse muss man ganz richtig mit dem Text und mit der Situation, mit der Geschichte binden und nicht alleine auslegen. Das geht nicht.
Barmherziger Schiff. Aber du hast gesagt, dass sich nur die Muslime sich verteidigt haben. Ja. Aber die Sahaba sind dann später bis zu anderes. Bei Spanien haben sie alles erobert. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Das ist total falsch. Das ist auch falsch. Und noch eine Frage? Ja. Eine Frau, die im Irak in Gefängnis geschickt wurde, hat dann den Führer Mu'tasim gerufen und dann ist dann mit einer ganzen Armee marschiert zu denen. Wieso das? Weil eigentlich nur die Muslime sich zu verteidigen. Okay. Nummer eins, die Sache der Andalus war so, dass die, der Volk von Andalus, der Volk von Spanien damals, und die Briefe schon existieren, der Volk von Spanien, von Andalus, haben schon Briefe an die muslimische Regierung geschickt, dass unsere Führer oder Fürsten, oder wie nennt man das, Fürsten, die waren ganz schlimme, unrechte Menschen, die uns umgebracht haben, die uns mit viel Steuer belastet haben, die uns unsere Grundstücke genommen haben, konfisziert haben, die uns das und dies gemacht haben, ja? Und haben gesagt, bitte, wir brauchen eine Hilfe, wir brauchen Hilfe, hilf uns. Hilf uns, wir leben in dem Leben. Hilf uns. Die haben sogar die Muslime abgeholt. Ja, die haben sogar die Muslime abgeholt. Nicht, weil die Muslime nur dort hingehen wollen und warum haben die das nicht in Ägypten gemacht? Welche ist nah zu den islamischen Ländern, zu Saudi-Arabien, jetzt damals Hijaz war, Najd al-Hijaz? Welche ist zu nah? Ägypten oder Andalusien, die Ende der Welt? Welche ist zu nah? Haben die Muslime die Kopten, die ägyptischen Christen, die Kopten, verpflichtet oder gezwungen, dass die zum Islam kommen? Nein. Haben die Muslime Ägypten mit dem Schwert, mit Waffen geöffnet? Nein. Haben Muslime das auch mit dem Sudan gemacht? Nein. Haben die Muslime das in Malaysia und wie heißt andere, nicht Singapur, Malaysia und Indonesien gemacht? Nein. Haben die das in Al-Bahrain gemacht? Nein. Warum? Es ist nur um Schlachterei. Warum das nicht gemacht? Warum haben die das nicht gemacht? So ist klar, es war nicht nur um das Muslime, die Menschen umbringen. Ja? Und die andere Situation ist, eine muslimische Frau war im Gefängnis. Ja? Unzurecht. Und es ist ganz normal, dass der König, der Khalifa al-Mu'tasim, haftet für sowas, das ist seine Verantwortung. Er ist verantwortlich für eine muslimische Frau oder einen Mann zu retten. Und wollte auch zeigen, dass die Frau im Islam hat einen großen Wert. Dass die ganze Armee sich bewegt wegen einer Frau. Dass die Frau hat ihre höhere Stelle im Islam. Und nicht irgendeine, keine Ahnung, wie behandelt, mit viel zu vielen Zivilisationen, die vor uns waren. Ja, vor uns waren. Er wollte zeigen, dass die Frau auch hat ganz gute Stille im Islam. Nicht immer wieder hinter Hof. Und deswegen eine ganze Armee hat sich bewegt, um eine Frau zu retten. Weil das unzurecht auch war. Unzurecht war. Und nicht ich. Ich gehe hin zu einem Gefängnis hier in München und ich muss die muslimischen Frauen von diesem Gefängnis rausholen. Das ist nicht meine Sache. Wenn die eine schlechte Tat gemacht haben, die verdienen das. Die müssen einfach im Gefängnis bleiben, bis sie ihre Strafe zu Ende bringen. Wenn eine Frau oder einen Mann umgebracht hat oder Drogen gekauft hat oder keine Ahnung was gemacht hat, sie verdienen diese Strafe und sie muss das zu Ende bekommen. Das ist ganz normal. Und da darf ich nicht das machen, dass ich hingehe und die sehen, dann einfach raus. Ja. Ich bin auch nicht, ich kein Khalifa auch. Ja. Vergiss nicht, dass wir sind in nicht-muslimischen Ländern. Wir sind nicht in Saudi-Arabien, das sind in Deutschland oder Frankreich oder Spanien. Das muss klar sein.
Schicht, tut mir leid, aber wenn man immer... Der Unterricht wird weiterhin. Erlaubt ihr das? Ihr könnt auch ein Teilnehmer in dieser Diskussion, wie ihr wollt. Ab und zu sage ich, es kann nicht mehr. Ich werde nicht mehr machen. Aber weil das ist Schirch unserer Religion und immer wieder sieht man im Internet zum Beispiel viele Filme, die man steht da einfach taub und weiß nicht, was man machen soll. Wenn man sieht, zum Beispiel, ich habe ein Mail bekommen zuletzt, wie die amerikanischen Soldaten im Irak eine Schwester, deutsche Schwester vergewaltigt haben. Und ein anderer Soldat wollte sie geschossen, dann haben sie auch ihn getötet und weiter ihre Sachen gemacht. Ein amerikanischer Soldat? Ja, wollte sie schützen vor den anderen. Ja. Und sie haben ihn getötet und weiter das gemacht. Und wenn man solche Sachen sieht und man drinnen also nicht diese, ich weiß nicht, diese Angst auf die Schwester hat und diese Blut, diese kochende Blut auf seine Schwester im Islam nicht hat, dann hat man, ich weiß nicht, dann man fühlt sich, dass man einfach tot ist im Herz. Und wir reden hier, dass zum Beispiel, wenn ich weiß, dass dieser Präsident oder Präsidenten oder Ministerium, wenn die da sind, dann werden sie Soldaten nach Afghanistan und Irak schicken, Unrecht schicken. Und trotzdem sehe ich, dass zum Beispiel 60 oder 70% von dem Volk wählt diese Ministerium. Und der weiß, wenn diese Ministerium da sind, dann schicken sie Soldaten nach Irak, weil sie sind da, also sie wollen das einfach. Und ich weiß vor, sie, dass sie zum Ministerium kommen, wenn sie das, was zum Beispiel als Beispiel, was in Deutschland passiert. Ich weiß, dass diese Ministerium wird weiter Soldaten schicken, Unrecht schicken. Aber trotzdem sieht man, dass die meisten wählen diese Partei, diese Ministerien. Weißt du, die normalen Menschen auf die Straße. Ja, aber warum wählen sie das, wenn sie dagegen sind? Geben Sie Ihre Stimme dazu. Zuerst möchte ich sagen, es ist wie viele Vergewaltungen schon passieren in einem islamischen Land? Passiert das nichts? Ja, auch dann tausend Fälle, wo eine Frau vergewaltigt ist. Passiert das nicht? Passiert. In Afghanistan sind wir. Bevor das die amerikanischen Soldaten und Amerikaner umbringen. In Irak, wie viele Frauen sind schon vergewaltigt? Auch tausend. Ja, so, das kann schon passieren. Wie viele Polizisten haben in unserem Land Frauen vergewaltigt? Wie viele? Auch viel zu viel. Ja, so, das kann schon passieren, dass ein Verhalten, der ganz von einer Person, der heißt nicht, dass alle sind einfach so. Ja, und deswegen hast du gesehen, dass eine von diesen Soldaten wollte sie in Schutz nehmen und sie haben ihn umgebracht. Sie haben ihn umgebracht. Das heißt, dass auch unter denen gibt Menschen, die sowas nicht akzeptieren. Das ist klar. Und wir können das nicht einfach allgemein nehmen, um einen Grund, dass wir die Menschen einfach auf die Straße bringen. Was hat diese Menschen, die auf Straße in Deutschland hier mit den Soldaten, die in Afghanistan sind. Ja, natürlich. Es muss jemanden ausgewählt werden. Die Menschen hier, das ist ein demokratisches System, es muss jemanden ausgewählt werden. Was glaubst du, die lassen 80 Millionen Menschen hier ohne die Führer? Das wird ein Dschungel. Dschungel. Und die werden sich gegenseitig fressen und umbringen. Das ist ganz normal bei den Menschen. Die brauchen einen Führer. Und diese Führer, gemäß das demokratische System, es muss ausgewählt. Aber sagt nicht diesem Ministerium oder diesem Minister, sagt nicht, dass er zum Beispiel
mit einverstanden ist, dass das Muslime in Afghanistan oder in Pakistan oder im Irak umgebracht werden. Er sagt das nicht. Und die haben ihn nicht ausgewählt, um die Menschen in Afghanistan umzubringen. Sie haben ihn ausgewählt, oder sie haben ihr ausgewählt, oder sie. Sie, das ist Akkusativ, ja. Ja, man hat sie ausgewählt, oder ihn ausgewählt, weil er oder sie gesagt haben, Gesundheit wird besser, Steuern werden weniger, Arbeitsplätze werden viel, Schulen werden besser. Nicht, weil er sagt, ja, wir würden die Afghanen umbringen, einer nach dem anderen. Er hat keiner das gesagt. Er hat keiner das gesagt. Auch wenn die sagen, dass wir würden Soldaten nach Afghanistan schicken, die sagen, wir machen das, um Frieden zu kriegen. Ja, nicht um Tod zu kriegen. Das muss klar. So, denn sowieso. Das heißt nicht, dass müssen wir diese Menschen hier in Deutschland oder in Frankreich oder in den Niederlanden oder ich weiß nicht wo beschuldigen, weil, heißt beschuldigen, ja? Beschuldigen, weil die einen Kanzlerin oder Kanzler oder einen Präsident oder einen Minister ausgewählt haben, der nach Afghanistan 200 Soldaten geschickt hat. Ich muss die Leute auf die Straße erschießen. Das geht nicht. Das geht. Das geht überhaupt nicht. Die haben keine Schuld. Was sollen die tun? Sondern die sagen, wir wollen keinen Kanzler, wir wollen keine Regierung, wir müssen so wie Tiere leben in einem Dschungel. Das geht nicht. Ja, hast du Fragen? So, möchte von hier zuerst. So, Afghanistan mit Zusagen. Okay, danke schön. Die Regierung, die ganz nah, damit ich das hören kann. Die Regierung, die in Afghanistan ist, ist hauptsächlich nicht von den Menschen gewählt worden, weil man wurde eben gefragt hat, warum die Menschen so einen Präsidenten oder so eine Regierung wählen. Es ist hauptsächlich aus Amerika alles ausgesucht und ausgewählt und mit bestimmten Geldern und Spendengeldern, wie auch immer, alles organisiert und finanziert, weil sie bestimmte Vorstellungen haben, ob es jetzt Erdöl, Erdgas oder sonstige Vorkommen in Afghanistan gibt. Und es ist nicht die Menschen, die ihn gewählt haben, Karzai, sondern die amerikanische Regierung. Nein, nein, wir reden jetzt von dem. Yes. Der Bruder hat die Frage. Die Frage war, hat die Frage gestellt, ob wir diese Menschen hier, die in Deutschland, die den Bundeskanzlerin zum Beispiel ausgewählt haben, ja, umbringen dürfen, weil sie diese Dame ausgewählt haben, dass sie Bundeskanzlerin wird. Und es geht nicht um Afghanistan. Trotz, dass ich auch die gleiche Meinung habe, wenn eine Regierung da ist, unzurecht oder richtig, so, es ist jetzt eine Regierung, eine Macht. Ich darf nicht gegen diese Regierung protestieren, weil das wird einfach ein Blutbad, heißt, was heißt es auf Deutsch? Genau, Blutbad, verursachen wird, wenn wir gegen die Regierung irgendwas tun und protestieren und keine Ahnung was, Steine werfen und Attentate plantieren und Bombenanschläge einfach legen und. Ist das eine Lösung? Das ist keine Lösung. Das ist auch Gewalt verursacht und bringt nur Gewalt. Aber man muss das politisch, religiös, irgendwas anderes einfach versuchen zu lösen, aber nicht mit Gewalt. Gewalt bringt nur Gewalt und Probleme. Aber ich als Muslim, jetzt wenn ich das jetzt vor meinen Augen sehe, was in Irak passiert, Afghanistan, Somalien, überall für die Muslime, wie soll ich meinen Bruder und Schwester helfen? Wenn ich das vor meinen Augen sehe, dass überall werden sie erschossen. Und ich, wie kann ich helfen? Was glaubst du, was kannst du sie?
Wie kannst du denen helfen? Ist die Gewalt ist die Lösung dafür? Was Hilfe? Wenn ich jemanden hier umbringe oder eine Bombe hier aufbaue, ist das eine Hilfe? Wem hilft das? Wem hilft? Dass ich hier 10 Leute irgendwo umbringe. Wem hilft das? Werden ihr wieder lebendig sein? Im Somal oder im Irak? Wird das Geld bringen? Das wird nur Katastrophen verursachen. Das bringt nichts. Bringt nur schlimme Sachen. Ja? So, wir müssen wirklich zu unserem Gott zurückkehren. Wenn wir nicht zum Gott, zum Allah, zum Gott zurückkehren, wenn wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbieten, ja? Wenn die Frauen ihre Hijab nicht richtig tragen, wenn die Muslime nicht aufhören zu rauchen, Zinsen zu nehmen und geben, verbotene Sache einfach praktizieren, wenn wir das nicht alles aufhören, denn diese Katastrophe, diese Probleme bei den Muslimen oder der islamischen Welt, wird einfach so bleiben und die werden immer mehr und mehr und mehr und mehr. Die werden nie weniger. Die werden einfach ein Berg von den Problemen. So, die Lösung ist, dass wir zurückkehren. Die Lösung, dass wir den Koran richtig verstehen, richtig lernen. Bei den Gelehrten, die wirklich Wissen haben, nicht nur Gefühle, mit Gefühlen arbeiten, ja, Gefühle, Hitze, protestieren, Demos, keine Ahnung was. Nein, es muss mit Wissen und nicht mit Gefühlen, weil Gefühle verursachen keinen Sinn mehr. Nochmal? Ich wollte nur wissen, ob heute noch, wie man sagt, muslimische Länder. Gibt es überhaupt muslimische Länder oder gibt es Länder mit vielen Muslimen? Da sind muslimische Länder. Weil ein muslimisches Land hat ja bestimmte Führer, hat Scharia als Gesetz und aber die haben ja nicht. Also die haben so sozialistische Gesetze und komische Gesetze, die gar nichts mit Islam zu tun haben. Also sind die islamische Länder? Die sind islamische Länder, die Führer sind Muslim oder Muslimin. Die Gesetze, ein großer Teil ist islamisch, bei Scheidung, bei Heiraten, bei Tod, bei Erbsachen, bei vielen Sachen ist nach islamischem Recht. Und andere Sachen, die die Regierung oder die Führer geglaubt haben oder glauben, dass es erlaubt, dass die was erneuern, bezüglich was ist gut für die Menschen in diesem Leben. Bei ökonomischen Sachen oder wirtschaftlichen Sachen oder politischer Ebene, keine Ahnung, Gesundheitsgeschichten, ja, und dann, die machen genauso wie alle Führer in der Welt. Es ist genau die Geschichte der Menschheit, ja, so wie ein Vater macht Gesetze, so wie ein Gesetzgeber zu Hause, weil er glaubt, das ist gut für die Kinder von ihm. Sagt, wir müssen jeden Tag um 14 Uhr essen, mittags essen. Um 12 Uhr geht nicht. Ist das haram? Das ist ein Gesetz. Jetzt die Frage, und nun die Frage ist, ob jede Gesetz, der nicht im Koran oder in Sunna ist, ist haram? Oder ist verboten? Oder ist falsch? Nein! Ich sage, er darf nichts mehr aus Holz, Tische machen, aber die müssen alle aus Metall. Er hat irgendwie einen Grund gesehen, weil Bäume werden wenig, die werden alle Bäume schneiden und wir werden ein Problem haben, aber zum Beispiel Eisen gibt es viel zu viel in unserem Land. Wir können diese Eisen verwenden und das wird die Bäume leben, um diese Bäume nicht auszustirben.
Ja, und dann sagt okay, trotz dass das nicht verboten wird, ist im Scharia im Islam, nach islamischem Recht, dass man einen Tisch aus Baum einfach aus Holz aufbaut oder baut. Ja, baut. Aber er sagt nein, das ist verboten. Aber er glaubt, das ist richtig. Um einen Vorteil für sein Land, dass die Bäume leben. Wir brauchen Bäume, wir brauchen Grünanlagen. So, das ist auch ein Gesetz, aber es kann man nicht sagen, dass es gegen das Land. Ja, es gibt Sachen, die sind gegen das Land. Ja? Aber jeder Mensch hat seine Fehler. Wir können nicht deswegen sagen, dass diese Muslime und diese islamischen Länder sind, kennen wir islamische Länder. Es gibt Fehler und wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Fehler zu korrigieren. Nur, aber wir müssen das nicht, wenn wir sagen, ja, das sind die Muslime, wir müssen gegen die protestieren und keine Ahnung was machen. Das geht nicht. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich und viele andere Brüder die Verse falsch aufnehmen und falsch interpretieren nach unseren eigenen, Vorstellungen. Und weil du manchmal die Verse gut erklärt hast und uns die Bedeutung nicht erzählt hast, wofür die herabgesandt wurden, warum, weshalb, wieso. Deshalb wäre es inshallah schön, dass du uns dafür einen Unterricht geben könntest über die Koran, über die Bedeutung, über das Tier, über wieso, weshalb, warum, weil nicht, dass wir die Verse falsch interpretieren. Das machen wir immer im Moschee. Das machen wir immer im Moschee. Okay, eigentlich ist es schwierig. Unterricht von ohne Tafsir, von der Grundlage des Tafsirs, Interpretation oder Auslegung, brauchen wir dafür auch die arabische Sprache kennenzulernen. Als eine, das ist eine Grundlage, die Grundlage immer wieder muss auf Arabisch. Damit man das richtig, das ist auch Übersetzung. Und Übersetzung genauso wie die Auslegung und Interpretierung. Ja, es ist genau so, wir werden immer wieder einfach Runden machen und wir fassen den Kern nicht an, weil wir kennen die arabische Sprache nicht. Und deswegen mussten wir Arabisch lernen und dann können wir das ganz leicht, inshallah ta'ala, lernen. Das wird inshallah kein Problem eigentlich. Das ist wirklich kein Problem. Schön, man sieht auch oft, dass viele Jungs, was da geht, dass viele und extra Konvertierte oder Nicht-Araber einfach nehmen ein paar Versen an, obwohl sie auch die Tatsache vielleicht nicht richtig rezitieren können. Okay, sie haben vielleicht Schirr wegen ihrer Gefühle auch als Muslime. Und im Islam sowieso gibt es auch Gefühle. Man kann nicht sagen, dass man darf nicht hundertprozentig nach Gefühle leben. Im Islam gibt es auch Gefühle für die anderen Muslime und so weiter und so fort. Weil sie das haben, und sie folgen zum Beispiel einem Imam, weil sie sicher sind, dass dieser Imam nach Sunna ist. Der sieht so aus und der spricht auch vom Koran und von Sunna. Sie haben nicht so viel Wissen, aber sie haben diesen Imam nachgefolgt, nicht wegen seiner Personalität, nein, weil sie wissen oder sicher sind, dass der richtig nach Sunna ist. Und der sagt zu denen, Allah hat im Koran herabgesagt, das und das und das, und der Prophet Muhammad sallam hat das und das erklärt, deswegen ist zum Beispiel erlaubt, nach Deutschland hinzugehen und da die Leute töten. Jetzt diese Leute haben kein Wissen. Wir wissen ein Grund im Islam, dass man zum Beispiel, wenn ein Kuffertat oder ein Schirktat da ist, man kann nicht sagen, dass diese Person Kafir ist, weil er unwissend war. Unwissend war. Jetzt, wenn eine Person, der das getan hat, der war unwissend und der hat kein Arabisch, richtig seine Religion zu lernen, aber er hat diese Imam nachgefolgt, weil er kommt zum Beispiel aus Saudi-Arabien, er weiß, dass er viel Wissen hat und deswegen folgt ihm nach. Jetzt wird diese Person auch gesundet? Oder? Mit Sicherheit, weil diese Tat ein Mensch umbringen, entspricht nicht unserer Fitra, unsere innere natürliche Veranlagung. Er spricht, nein, dein Fitra nicht. Du wirst einfach das hassen, dass du einen Mensch totest, umbringst, Blut kommt und
ein Mensch, der neben dich war, auf einmal so wie ein Schaf, der wir können diejenigen, die Gnade in ihren Herzen, die barmherzig sind, die gnädig sind, wenn die einen Schaf sehen, der geschlachtet wird, ja, das tut ihnen weh. Das tut diesen Menschen einfach weh. Wenn er sieht Blut und sieht, der Schaf zittert nach dem Schlacht, ja, der wirklich macht unsere Herzen kaputt. Ja, es ist ein Schaf, es ist ein Tier, es ist kein Mensch. So, das ist total gegen den Vertrag, gegen deine innere natürliche Veranlagung. So, du solltest einfach Frage stellen, die Rede, die das gemacht hat, ja, ob wirklich richtig, wenn man zu einem Arzt geht und sagt, ja, du brauchst eine Operation, er holt zwei, drei Mann. Er geht hin und hin zu diesem Arzt und diesem Ärzte-Team und diesem Klinikum und so, um die richtige Entscheidung zu treffen, ob er diese OP macht oder nicht. Wie ist das bei einem Mensch zu tun, um zu beten? So einfach, weil ich habe den Imam ganz schön, ganz hübsch gesehen, lange Bart hat und grüne Augen. Und dann, ja, er ist glaubwürdig für mich. Hallo, unwissentlich, warum unwissentlich? Der erste Vers in unserem Buch, es lies. Surat Iqra, die erste Sura, die er abgesandt wurde, lies. Warum hat er nicht gelesen? Warum hat er nicht gelernt? Warum hat er nicht nachgefragt und geforscht? Warum hat er einfach geglaubt, dass Georg einen Menschen umbringt, hat das sofort geglaubt und gemacht? Er wird dafür bestraft, er wird in der Hülle ewig gleich bleibt, wie steht im Koran auch. Ja? Und ja, wird beschuldigt. Ja, er ist schuld. Und der Imam, der ihm diesen Tipp gegeben hat, es wird auch beschuldigt und er trägt diese Sünde. Und normalerweise nach islamischem Recht, der Imam gehört der Strafe auch. Er muss auch bestraft werden, weil er Leute in die Irre geschickt hat und falsch Fatwa gegeben hat. Deswegen darf man nicht von jedem Imam nehmen, von jedem Schiff, von jedem, der behauptet, dass der Wissenschaftler oder Theologe oder keine Ahnung gelernt ist. Wir müssen nach Wissen uns einrichten und wir müssen wirklich die Beweise für jede große und kleine und die authentischen Beweise und nicht irgendwie schwache Beweise derjenige behauptet. Nein, es muss als authentisch und geprüft einfach und nicht irgendeiner, der mir irgendwas Schmarrn erzählt und den ich mir das wahr und ich mache das. Nein, geht nicht im Islam. Nicht bezüglich unserer Gebete und unserer Anbetungen. Unsere normale Tage, wenn ich Zakat, Almosen geben muss oder zwei Raka verrichten muss, eine Frau heiraten will, irgendwas, den muss ich auch mich informieren, Wissen holen, richtige Meinungen holen und lehren. Denn es gibt keine Entschuldigung, wirklich. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Entschuldigung, die Schwester hat eine Frage. Ganz nah, weil ich hier nicht ganz nicht. Okay. Ich wollte sagen, vielleicht sollte unser Bruder, ich weiß nicht, welche Übersetzung er gelesen hat von dem Koran. Ich habe selber drei Übersetzungen gelesen auf Deutsch. Und es sind extreme Unterschiede. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sagen könnten, welches. Welche richtige Übersetzung er lesen sollte? Die richtige Übersetzung des Korans ist diese Übersetzung hier von König Fahd Komplex. König Fahd Komplex. Das ist aus Saudi-Arabien. Das hier, es gibt ein paar Fehler. Paar Fehler, das ist nicht viel. Aber diese hier, die eine Seite Arabisch, eine Seite Deutsch oder Deutsch. Aber diese von König Fahd Komplex. Nicht von anderen. Verleger. So, diese, da, von König Fahd, ja, das ist die richtige Übersetzung. Und das ist nur Übersetzung, das ist keine Auslegung. Kann man auch hier paar Verse wirklich richtig übersetzt sehen, wo steht, bringe die um oder irgendwas, aber muss man das im Kontext alles zusammennehmen und verstehen, was hinter versteckt.
Es hat eine Situation, eine Zeit, eine Geschichte. Und nicht allgemein, denn das wäre ein Problem. Es gibt auch Verse im Koran, die sind fixiert, das heißt, dass die, was heißt Muhkam? Ja, die sind einfach fixiert, so einfach geblieben, richtig geblieben und kann man von denen Urteile nehmen. Und es gibt Verse im Koran, die sind nicht mehr gültig als Urteile. Es kamen andere Verse, die haben gesagt, okay, ihr rezitiert das, aber benutzt man das nicht als Urteil, kann man dann von denen kein Urteil nehmen. Das heißt, man sucht im Koran. Ich habe jetzt den Namen vergessen, was man sucht. Aber so ist das. Bitte. Es gibt einen Chef in Europa, nähe Deutschland. Und er redet nur, Hauptthema ist nur über Dschihad. Und viele folgen ihm noch. Was sollen wir dann machen? Ja, Dschihad in Europa hin. Was? Nein, er redet über Dschihad. Er redet über Dschihad, was sagt er? Macht das die Leute, heißt es, die Leute sagen, ja, wir wollen Dschihad, wir wollen das. Und da gehen auch viele, die sagen, subhanallah, die neu anfangen mit Islam. Und die auch das hören, wir vorhin auch das gemerkt haben, mit dem Koran und so, dann folgen ihnen auch viele. Ja, die wollen Dschihad hier in Deutschland. In Europa, ganz gut. Sie mussten zuerst Jihad mit sich machen, dass die richtig beten und richtig fasten und gute Benehmen haben. Sie mussten Jihad mit sich machen, dass die Unterricht nehmen, teilnehmen, lernen. Ja? Sie mussten Jihad mit sich selber machen, dass die zu ihren Eltern mutig sein und nicht gewaltig und beleidigen ihre Eltern und ihre Familien und ihre Verwandten und etc. Und ganz schlicht und schlimm mit ihren Nachbarn. Die mussten Dschihad mit sich zuerst machen, das Nummer 1, Nummer 2. Dschihad muss man richtig definieren. Ja? Was heißt Dschihad? Damit man das nicht falsch interpretiert, so wie immer im Fernsehen und in Medien immer, das ist der Heilige Krieg. Es gibt ja einen Krieg der Heiligen im Islam. Überhaupt, dieses Wort im Islam gibt es nicht. Ich habe niemals nirgendwo in einem Hadith gelesen, dass ein Krieg im Islam heilig genannt ist. Es gibt keine heilige Krieg, es gibt Krieg. Es gibt Krieg, aber heilige Krieg nicht. Der Krieg nie heilig, weil der Krieg bringt die Leute um und macht Familien kaputt, viel weise Kinder, viel witwe Frauen und etc. Ja? So, und Dschihad im Islam heißt Krieg und es gibt im Islam Dschihad. Das ist keine Thema. Es gibt im Islam, das ist die Selbstverteidigung und dass wir unsere Nation, unsere Muslime beschützen, dass die anderen sie nicht greifen oder unser Land nehmen oder unsere Leute umbringen, das ist unsere Pflicht. So, wenn der Dschihad einfach so ist, denn es gibt im Islam Dschihad. Ja? Und diese Dschihad darf ausgeführt werden nur durch Khalifen des Muslimen, der Muslimen ausgeführt werden. Und nicht jede getrunkene Mensch, eine blaue, sagt man blau, ja, gesoffene, ja, Mensch, der irgendwo in einem Moschee sagt Dschihad, ruft für Dschihad auf. Dass wir hier in Europa eine Gruppierung machen, eine Armee und führen wir einen Krieg aus. Gegen wen? Wer ist das? Und was ist das? Und wer ist er überhaupt? Damit ihr wisst. Ein Dschihad ist eine Aufgabe der Regierung und nicht der einzelnen Menschen in einem Land. Die einzelnen Bürger dürfen das nicht machen. Die folgen der Regierung einfach. Das ist die Aufgabe der Regierung und nicht die Bürger eines Landes. Das muss klar sein. Das ist nicht meine Sache. Das ist die Sache von
Führer und Regierung unserer Länder. Und besonders nicht hier in Deutschland oder in Europa allgemein. Wir sind keine muslimischen Länder, wir sind christliche oder keine Ahnung was, andere Religionen haben. Und wenn ich Jihad machen will, ist so, dass unsere Länder machen und nicht hier bei diesen Menschen, weil es keine muslimischen Länder da. So müssen wir das wissen. Klar muss. Mohammed Sallam hat nie für Jihad aufgerufen von Makkah, weil Makkah gehörte denen nicht. Sowieso. War ein Land, wo nicht Muslime waren. Atheist oder Polytheist. Ja. Auf jeden Fall. Extremismus, Extremismus. Extremrecht ist genauso wie extrem links. Extrem bei irgendeiner Sache ist total schlimm und verursacht nur schlimme Sachen. Wir müssen ganz gemäßigt, wir müssen genau in der Mitte bleiben. Nicht rechts und nicht links, wir müssen ganz in der Mitte bleiben. Wir müssen aufpassen. Die Beziehung zwischen uns und Gott, das ist eine private Beziehung. Wichtig ist vor dem anderen, dass wir die Beziehung zu den anderen Menschen gut behalten. Zwischen dir und Gott sehe ich nicht, ich weiß nicht, was du machst. Und interessiert mich auch überhaupt nicht. Aber was du mit mir machst, was du zu mir sagst, schimpfst du mich, redest du über mich, bittest du mich, lästerst du mich, was machst du mit mir, das interessiert mich. Das ist wichtig. Dein Verhalten zu den anderen, dein Benehmen. Wenn das gut, du bist gut. Aber wenn das schlecht und nicht gut und du bist ganz gläubig, betest, fastest, das ist total in der Hülle, das ist total in Ehre. Nutzt nicht. Hat keinen Wert. Gute Moral, gute Verhalten, die Benehmen, das ist das Wichtigste. Und nicht, dass du in der Nacht betest, was soll ich mit diesem Gebet machen, wenn du zu mir, wenn du mich beleidigst. Ja, wenn du mich versprichst eine Sache und machst nicht. Wenn du mich anlügst. Wenn, was nutzt mich diese Gebete, deine Gebete in der Nacht? Ich brauche die nicht, ich brauche deine Moral mit mir, deine Verhalten mit mir. Gesagt, Mutter, hast du gut erklärt, aber wenn Extremismus, das ist, wenn einer Islam richtig extrem glaubt, das heißt, Islam ist mehr für Humanität da. Dann ist, wenn mehr Islam, an Islam glaubt, er hilft für alle Menschen. Das wäre sehr gut, guter Charakter. Dann ist mit dieser Islam extrem, wird dann ist noch besser als das, was nicht extrem. Wenn ein Muslim, sehr extrem Muslim, das wäre wie Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ist extrem Muslim. Dann er hat viele gute Taten gemacht, für Nachbar, für Priester, für Juden, für alle. Dann ist in dieser Seite extrem Muslim, ist. Dann ist okay, vielleicht, du meinst, ja. In falscher Seite. Das ist, wenn man richtig Islam versteht, dann für alle schlechte Tat hat er gute Lösung. Aber es gibt im Islam keinen Extremismus. Ja. Ich verstehe, was du sagen willst, dass er streng in seiner Religion war. Ja, genau. Dass er ein bisschen Fundamentalist war in seiner Religion. Oder nicht, ich meine, dass er konservativ war. Dass er ganz gläubig war. Ganz genau. Aber nennt man das nicht extrem, weil extrem, Muhammad Sallam hat Extremismus verboten. Es gibt nicht nur ein Hadith, tausend Hadithe, viele Hadithe, die sagen, Überlieferungen, die sagen, dass diejenigen, die vor uns waren, die Nationen, die vor uns waren, wurden einfach vernichtet, weil die extrem waren. Es gibt nicht nur ein Hadith, es sind mehrere. Durch ihren Extremismus hat Allah sie vernichtet.
Man darf nie extrem sein. Du kannst streng, du kannst deinen Glauben oder Kultur behalten. Du kannst ganz tiefgläubig, aber nicht extrem. Extrem, das heißt, man überschreitet die Grenze. Über die Grenze einfach überschreiten. Ja? So. Das heißt extrem. Und im Islam absolut gibt kein so klein. Diejenigen, die extrem sind, die Extremisten sind, die sind vom Islam ausgeschlossen. Nicht, die gehören zum Islam nicht. So, man muss mittig sein. Nicht rechts und links. Und auch bezüglich der Glaube. Bezüglich der Glaube. Darf man auch nicht ganz konservativ, nicht ganz tief. Zum Beispiel darf ich nicht die ganze Nacht beten. Darf ich nicht. Ich kann eine oder zwei Stunden in der Nacht beten, aber ich darf nicht die ganze Nacht beten. Es geht nicht. Mein Körper braucht, dass ich schlafe. Meine Frau braucht mich in ihrem Bett. Ja? Ich darf nicht zum Beispiel drei Tage hintereinander fasten, ohne mein Fasten abzubrechen. Das geht nicht. Ich muss bei Sonnenuntergang mein Fasten abbrechen. Ich muss das machen. Ich darf nicht extrem den linker fasten und linker fasten, weil ich bin gläubig, ich muss viel fasten. Nein, du hast eine Grenze. Du darfst dich in dieser Grenze nicht überschreiten. Nicht beim Brot fahren. Geht nicht. Ja, das ist gut. Ich darf nichts dieser Überschritte, weil ich bin extrem, ich folge Rasul. Wenn ich folge Rasul, dann ist mir so. Das ist, du kannst, weil viele sagen, diese Extremismus, die benutzen, für diese Leute wer richtig betet. Zum Beispiel, ich habe viele Kollegen, zum Beispiel, sie beten nichts. Sagt, ich bin nicht so extrem, ich bete nichts. Egal und so. Das ist, diese muss man richtig auch erklären. Ich genau. Wir können niemals unseren Propheten erreichen. Das geht auch, wenn wir genauso wie er machen wollen, wir können ihn nie erreichen. Niemals. Er ist ein Prophet. Ja, wir versuchen ihn zu imitieren, aber genauso wie er, niemals. Deswegen, Allah hat ihn verpflichtet, dass er in der Nacht betet. Wir sind nicht verpflichtet. Wir sind verpflichtet, nur diese fünf Gebiete zu beten. Aber er hatte andere Verpflichtungen. Er konnte schon drei Tage zusammenfassen, ohne die abzubrechen. Aber er hat uns das verboten. So, der Prophet ist Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm auch Essen und Trinken. Auch wenn es kein Essen und Trinken da ist. Das ist ein Wunder, also Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir nicht. Es könnte nie ein Teller von oben kommen mit Früchten und mit Essig. Ich muss kochen und essen und irgendwas verbreiten mit Essen. Ja? Ich kann es normal nicht mehr. Okay? Ja, ich wollte nur sagen, mir ist noch ein Vers eingefallen. Da heißt ja, er ist es, der für dich das Buch einreichst, hatte mit eindeutigen Versen. Sie sind die Mutter des Buchs. Und andere mehrdeutige Verse. Diejenigen, deren Herzen zum Abweichen neigen, suchen vor allem das Mehrdeutige, um Uneinigkeit zu verursachen und es auszulegen. Also ist dieser Extremismus doch auch im Koran festgehalten, dass es eben Leute gibt, deren Herzen zum Abweichen neigen und die sich die Grund zum Streit suchen. Und was kann es für einen größeren Grund zum Streit geben, als Leute umzubringen zum Beispiel? Genau, so die versuchen diese undeutsche, diese Verse, die vielleicht mehrere Bedeutungen haben und nicht damit nicht gemeint, das ist wirklich so, aber für ganz normale Menschen, die können das und dies verstehen, weil die kein Wissen haben. Aber diejenigen, die ganz genau Wissen haben, die wissen diese Auslegung. Deswegen habe ich gesagt, dass die Sahaba, die Gefährten unseres Propheten Muhammad, haben diese Verse, die schwer zu verstehen, von unserem Propheten Muhammad direkt genommen haben und es gibt ihnen keinen Zweifel. Die sind ganz klar.
Aber wenn man diese Auslegung nicht findet und nicht liest, nicht sucht und alleine das Buch schlägt und sagt, das heißt das und dies. Ja, woher hast du das bekommen? Woher hast du das bekommen? Aus welchem Buch? Von deinem Kopf? Wo ist die Auslegung der Sahaba, der Gefährte unseres Propheten? Wo? Bist du eine Gelehrte? Du kannst nicht mal Al-Fatiha richtig rezitieren. Du kannst nicht mal arabische Grammatik. Denn wie kannst du das auslegen? Ja, weil ich das mit meiner Umgangssprache einfach verstanden habe. Oh, hallo, deine Umgangssprache.